Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 531. Mathe-Video. In diesem Mathe-Video geht es um Vektoren im zweidimensionalen, im R hoch 2, auch im R hoch 3. Und Vektoren unterteile ich einmal in Richtungsvektoren und Ortsvektoren. Wie das im Koordinatensystem aussieht, macht man sich am besten einmal unser Mathe-Programm klar. Ich habe hier GeoGebra und ich gebe einmal ein, zwei Punkte. Wir nehmen einmal A 2,3 und dann nehmen wir den Punkt B. Das ist im Prinzip jetzt egal, völlig austauschbar. 1,6. Oh, gut. Ach, da habe ich das Gleichheitszeichen vergessen. So. So. Ihr seht, die beiden Punkte werden angezeigt und man muss natürlich darauf achten, wohin man jetzt die Spitze macht und wo der Anfangspunkt und wo der Endpunkt ist, denn das ist ja eine Frage der Orientierung. Das ist also nicht vertauschbar. Ich mache das jetzt mal, weil ich das alphabetisch hier schon gemacht habe. Nein, da ist er. Mache ich das vom Punkt A zum Punkt B. Das wäre also dann hier dieser Vektor. Und ihr seht, ich sage einfach mal, GeoGebra rechnet diesen Vektor aus, in Anführungszeichen. Wie GeoGebra das macht, erkläre ich gleich, oder wie man das ausrechnet. Ich möchte nochmal auf eine alte Sache hinweisen. Ihr seht, das ist ein Richtungsvektor. Wenn ich diesen Richtungsvektor jetzt nehme und hier rum transportiere und ihr schaut einmal nach links, dann seht ihr, dass sich die Koordinaten der zwei Punkte A und B natürlich laufend ändern, aber der Vektor U ist immer noch der Vektor minus 1, 3. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. So, wir machen das mal so. Ortsvektor sage ich gleich was zu, das ist ein Richtungsvektor. Ihr seht, wenn man sich die Koordinaten einmal anschaut, in der x-Komponente ist minus 2 und in der y-Komponente ist 3. Jetzt kann man sich ein bisschen überlegen. 3 bekomme ich natürlich, indem ich von 4 einen abziehe. Also ich rechne diese 4 minus diese 1 und schreibe das als y-Komponente. Und dann mache ich das natürlich auch in der x-Komponente. 1 minus 2 gibt minus 1. Das heißt, ich habe also minus 1, 3. Man subtrahiert also immer. Im Regel wäre Endpunkt oder Spitzenpunkt minus Anfangspunkt oder Endpunkt minus Anfangspunkt. In diesem Falle also in Anführungszeichen, weil Punkte kann ich ja nicht subtrahieren. B minus A. Und dann kriege ich also raus, für den x-Wert 1 minus 2 gibt minus 1 und 4 minus 1 gibt 3. Erstmal ist es klar, weil es Subtraktionen sind, ist das nicht vertauschbar. Und ich mache das jetzt nochmal. Seht, wenn die Sache etwas komplizierter wird, ist es immer noch b minus a, ist immer noch minus 1 und hier auf der y-Komponente 6,04 minus 3,04 ist also immer noch 3. Wenn ich das mit einem Ortsvektor mache, ich brauche das jetzt einmal nicht, und zwar nenne ich einmal o gleich 0,0. Jetzt habe ich da die Klammern vergessen. So, jetzt sieht, das ist jetzt hier ist jetzt der Punkt O, also der Nullpunkt entstanden. Und jetzt mache ich einmal, das war jetzt falsch. Also O ist gleich runde Klammer auf 0,0. Und dann mache ich einmal den Punkt P, ist gleich runde Klammer auf 3,4. Wenn ich jetzt wieder den O-Punkt als Anfangspunkt nehme und den Punkt P als Endpunkt, dann erzeuge ich einen Ortsvektor. Ich hätte gesagt, das kann man sich an diesem O merken, O wie Ortsvektor. Das sind Vektoren, die am Nullpunkt anfangen. Bei diesen Vektoren ist es so, ihr seht das hier unmittelbar, dass der Punkt 3, 4, den ihr hier oben seht, in einer anderen Schreibweise die Koordinaten des Vektors angibt, also eine besonders einfache. Man kann natürlich wieder rechnen,
wenn ich die Koordinaten des Punktes P, wenn ich das subtrahiere, in Anführungszeichen vom Nullpunkt, kriege ich also 3 minus 0 und 4 minus 0, dann habe ich also wieder 3, 4. Mathematisch sieht das im Prinzip genauso aus. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ihr seht, ich habe das einmal aufgeschrieben, ist a, a1, a2 und b, b1, b2 sind es zwei Punkte. Dann ist der Vektor von a nach b, a ist also Anfangspunkt, b ist Endpunkt, wäre also die Endpunktkoordinaten b1, b2 minus Anfangskoordinaten. Hier habe ich nochmal zwei Beispiele gemacht mit dem, hier habe ich drei Beispiele nochmal mit dem Ortsvektor. Wenn a also 3, 4 ist, dann ist der Ortsvektor 3, 4 mit Anfangspunkt, Nullpunkt. Wenn der Punkt B 2 minus 9 ist, dann ist der Ortsvektor OB 2 minus 9. Und wenn C minus 1 minus 3 ist, dann ist OC minus 1 minus 3. Im ROC 3 geht das völlig identisch. Das kann man sich jetzt einmal geschmiert. Man hat drei Komponenten, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Und dann ist A minus B, wie ihr hier seht, so machen wir mal etwas kleiner. So ist also hier die B-Komponente minus der A-Komponente. Und die Ortsvektoren, auch das ist das gleiche, wenn der Punkt A zum Beispiel der Punkt 1, 2, 3 ist, dann ist der Ortsvektor OA der Vektor 1, 2, 3 und bei B minus 9, 3, 6 ist OB minus 9, 3, 6. Ja, ihr seht, das ist jetzt keine großartige Kunst. Ich mache das einmal weiter. Ja, etwas über den Tellerrand hinaus geguckt. Wir haben ja im R hoch 2, das ist ja die Ebene, habe ich das gezeigt. Also man schreibt R hoch 2 ist die Ebene. Also das ist die XY-Ebene. X und Y. Man kann das im R hoch 3 genauso machen. Dann habe ich hier die, ich mache das jetzt einmal so, so. Das ist die x-Achse, das ist die y-Achse, dazwischen ist ein rechter Winkel, auch wenn das hier nicht so aussieht. Und dann ist das hier die z-Achse, das ist der r hoch 3, also der dreidimensionale Raum. Mit dem r hoch 4 kann ich nichts rechnen. Ich kann es aber rechnen. Der große Vorteil ist, ihr seht, ich habe hier zwei Punkte nur mal so zum Reinschnuppern aufgeschrieben. 1, 2, 3, 4 und 3 minus 4, 7, 1. Dann ist der Vektor von A nach B, ist also die B-Komponente, die habe ich hier aufgeschrieben, minus der A-Komponente. Das ist jetzt ein vierdimensionaler Vektor, mit dem ich rechnen kann, aber mit dem ich, den ich nicht zeichnen kann. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Genauso kann man das, wenn es noch weiter in die Mathematik hinein. Dann sind wir aber schon in der Oberstufe, in der Universitätsmathematik. Man kann natürlich auch mit dem R hoch 5, dann die Vektoren 5 Komponenten im R hoch 6, oder man kann, wie man es dann auf der Uni macht, im R hoch n rechnen. Da haben dann die Vektoren n Komponenten. Man schreibt die natürlich nicht alle auf, weil man so viel zu tun. x1, x2, dann macht man drei Punkte und dann schreibt man die letzte Komponente xn. Und das ist, dann bin ich im n-dimensionalen Raum. Gut, das war meine Abschlussbemerkung dazu. Muss ja nichts sein. So, das war's mit den Orts- und Richtungsvektoren. Und im nächsten Video drehe ich dann dazu ein Beispiel, so ein Standardbeispiel. Es ist ein Würfel im auch 3 gegeben und dann muss man eben die Vektoren dazu bestimmen. Das zeige ich dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.